tanzen alle schon hier im Studio, liebe Zuschauer. Und damit hallo und herzlich willkommen. Leichter Leben, Zeit für mich mit tanzenden Gästen. Klausmann Knipfer ist bei uns und Jürgen Knop, beide aus Norddeutschland angereist und werden uns etwas zum Maya-Kalender erzählen und auch wirklich mal reingucken und uns erklären, was wir mit dem Maya-Kalender denn heutzutage alles noch anfangen können, welche Informationen wir da rausziehen können, um heute durchs Leben gut zu kommen und auch dieses Jahr uns genau mal anzugucken, wie sieht es da auch wirtschaftlich aus? Was kann uns der Maya-Kalender da möglicherweise noch berichten und uns durch einige Untiefen schiffen? Christoph Hensch ist bei uns zu Gast. Er erzählt uns etwas über die Energien der Götter aus Indien, hat auch ein paar Karten mitgebracht. Ich nehme mal an, damit werden wir vielleicht noch das ein oder andere anstellen. Oder ja, vielleicht. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was Christoph alles vorbereitet hat. Und ich freue mich auf Nastja und Robert. Hallo! Haben auch gerade schon mitgetanzt bei der schönen Selbstverständlich. Und sie werden nachher weiter tanzen, denn beide stellen uns die App der Woche vor. Was das mit Tanzen zu tun hat, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir werden es feststellen und uns auf jeden Fall ordentlich bewegen. Jürgen Knop und Klausmann Knipfer aus dem hohen Norden zu uns gereist, um uns den Maya-Kalender näher zu bringen. Man kennt euch ja inzwischen als regelmäßiger Leichter-Leben-Zuschauer, auch im Doppelpack, schon ganz gut. Ihr kommt mehr gerne. Gewicht. Ne? Ja, mehr Gewicht. Ja, Gewicht. Im Maya-Kalender. Im Maya-Kalender wurde ich vorhin auch schon wieder drauf angesprochen. Ja, ich dachte, 2012 ist das doch alles zu Ende gegangen. Da habe ich gesagt, nein, die Maya-Kalender-Experten haben auch damals schon gesagt, da endet nur eine Zeitphase, eine ganze lange, ein Zyklus im Maya-Kalender und ein neuer beginnt. Ja. Jetzt sind wir schon wieder, auch in diesem Jahr, bald am 26. Juli, auch schon wieder in einem neuen Zyklus. Was passiert denn da, lieber Jürgen? Ja, danke lieber Jens, dass ich erneut berichten darf. Wirkkraft der Zeit und die Mayas haben ihn Professor José Argüelles 1993 bereits zugänglich gemacht, also dass es entsprechend übersetzbar ist, dechiffriert sozusagen. Ja. Tatsächlich ein Zeitstrahl, also Zeit und Raum, aber ich will es nicht so kompliziert erklären, ist in der Tat 2012 geendet und ein weiterer Zeitstrahl, Zeitraumkontinuum setzt sich fort. Das Prägnante oder Besondere ist, dass auch die Veden, Kelten, indische Mythologien wussten, dass es quasi immer ein 364-Tagesdurchlauf gibt. Ein Tag bleibt übrig, der sogenannte Misteltag oder grüner Tag. Und im Zentrum der Hundstage, also Sternbild Arcturus, vom 23. bis 28. Juli, ist quasi da diese Initialzündung. Und insofern, auch alle heiligen Stätten sind ausgerichtet dann auf Arcturus und auch auf Sirius, den kleinen Neutrinostern Sirius B. Da bekommt unser Universum, unsere geliebte Erde Gaia einen Initialschubpunkt. Und das ist tatsächlich der 26. Juli, also genau dieses Zentrum vom 23. bis 28. Juli. Und insofern werden wir alle, weil wir sind ja dann entsprechend die Krönung der Schöpfung, wie auch immer, mit einem neuen, Impuls versehen. Simpel ausgedrückt sind wir jetzt im finalen Zeitzyklus vergleichbar wie Ende Dezember eines normalen Jahres und dann in der kommenden Woche Sonntag, also jetzt Sonntag Silvester, Montag dann entsprechend der grüne Tag und Dienstag in der Tat neu beginnen. Ja, jetzt haben mir schon einige Berater, auch ob es Astrologen sind oder aus anderen Richtungen kommen, auch schon gesagt, also dieses Jahr ist ja sowieso ein recht intensives, teilweise auch sehr schwieriges. Es ist ja immer die Frage, wie ich mit den Energien auch umgehe, wie ich sie nutze, aber schon etwas, wo nochmal alte Geschichten auch nochmal aufgedeckt werden, wo man gucken kann, dass Altes auch gehen darf. Und dann sagte mir jetzt diese Woche erst noch jemand, ja, aber diese erste Jahreshälfte, das ist so die besonders heftige gewesen. Ja. Also jetzt, ab jetzt wird es leichter. Ist das tatsächlich so? Wird es jetzt leichter in der zweiten Jahreshälfte? Es geht jetzt in die Bearbeitung. Das heißt, es ist zu benennen vier Elemente, vier Wurzelrassungen oder Farbgebungen. Diese Farbe Rot, Weiß, Blau, Gelb im Tolkien oder auch bekannt. Rot ist dieses weibliche Schöpfungsprinzip, Emotion. Das war deutlich die erste Jahreshälfte.
Jetzt entsprechend geht es mit Weiß die Emotion in den Intellekt, in den Verstand bringen, ausführen, männliches Schöpfungsprinzip und dann Transformation verfeinern, Blau. Und das ist jetzt auch der Neujahrstag, dann kauert der blaue Sturm auf Ton 11. Das heißt, diese Emotion, diese Einspielzone mit Intellekt, mit Ausführung, idealerweise in der Ruhe liegt die Kraft, das dann in die weitere Taten hineinzubringen. Und im Zeitzyklus, und das ist das Besondere, von 2012 bis jetzt einschließlich 26. Juli 2016, waren wir in einem Übergangszyklus. Das heißt, wir sind wie die Tür aufgemacht, 2012, alte Welt zu Ende, ich sage es mal vereinfacht, und 2016, so lange hat dieser Transformationsschritt gebraucht, wobei es pulsiert und nicht linear. Und jetzt entsprechend, wie gehen wir damit um, auch in der männlichen Tatkraft, diese ganzen Emotionen wirkungsvoll, liebevoll weiter zum Ausdruck zu bringen. Also jetzt können wir natürlich sagen, okay, im Weltgeschehen haben wir ja nur auch einiges mitbekommen mit den ganzen Anschlägen und so, aber jetzt auch so ganz im Persönlichen, wenn man jetzt beispielsweise sagt, also ich habe im ersten Halbjahr, wenn du sagst, so eher das Weibliche, die Emotion, ich habe Beziehungsprobleme gehabt oder finanzielle Probleme, also da bin ich auch richtig so in diese Gefühlswelt reingekommen. Ja, genau. Und jetzt sagst du, jetzt geht es eher ins männliche Prinzip, jetzt geht es, also jetzt habe ich das alles gespürt. Genau. Und jetzt gehe ich nochmal in mich und gucke, okay, wo kam das alles her? Warum war das alles so? Ich versuche das jetzt zu analysieren. Ja. Normalerweise sagt man ja immer, gar nicht so sehr in den Verstand gehen, sondern gucken eher ins Gefühl. Genau. Das Gefühl ist eher das Wahre. Der Verstand, der verwirrt gerne mal. Trotzdem sagst du aber, jetzt ist aber die Zeit, in den Verstand zu gehen. Genau, weil die Gefühle sind hochgewirbelt in diesen vergangenen 6 Monaten. Die sind alle da. Und es geht um die Authentizität der Gefühle. Also von Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und wichtig ist ja, darum befasse ich mich seit über 20 Jahren mit dem Tolkien, wir sind der Mikrokosmos zum Makrokosmos. Oder jeder Einzelne von uns hält das pure Weltengeschehen. Also das pure, was uns in der Türkei und die ganzen Schauplätze begegnet, sind unerledigte Emotionen bei jedem Einzelnen von uns. Und jeder reagiert natürlich, jeder hat seine Wahrheit. Und jede Wahrheit ist wahrhaftig und spült durch die Emotionen rein. Und insofern machen diese Bilder und diese Situationen idealerweise Mitgefühl, Anteilnahme, was können wir tun? Und zusätzlich zu den eigenen Themen ist das natürlich gigantisch viel. Und jetzt ist es, wenn man sagen will, erleichternd oder vermeintlich erleichternd, geht es jetzt, der Tisch ist gedeckt mit all den vielfältigen Informationen. Es ist ja auch viel Schönes dabei, also nicht nur Katastrophen, sondern auch Schönes, was die Natur hervorbringt. Und da jetzt quasi intellektuell, mental mit umgehen. Wo kann ich helfen? Wo kann ich mich beruflich verändern? Wie sieht meine Partnerschaft aus? Gelddinge. Also alles das in der Tatkraft des Mannes weiter voranzubringen. Idealerweise natürlich befrieden. Wenn wir jetzt intellektuell reingehen und sagen, ey, das geht ja gar nicht und da räumen wir mal ordentlich auf. Wenn es dienlich ist und dann wieder mit Herz und Verstand, okay. Aber ansonsten, wenn das neben der Spur ist oder aggressiv oder so, dann ist es natürlich bunt und unruhig. Ja. Und dann, nachdem wir, sag mal, diese Phase des Analysierens, des Intellekts dann durchlaufen sind, diese Phase wird jetzt auch nicht so wahnsinnig lang dauern? Nee, das sind die ersten, also die Einspielzone ist ja, wenn man so will, jetzt Höhepunkt, denn 26. Juli, August ist das, was ich sagte, wird eingespielt. Und dann geht es in den Herbstmonden, 28 Tagen, in die Bearbeitung. Also da, was ich jetzt eben sagte, wenn wir da Aggressivität und diese ganzen Tugenden dennoch mit männlicher Power reinbringen, das läuft unrund. Wenn wir dann aber sagen, okay, wo haben wir unser Mitgefühl, was sind da für Sachen, wo können wir helfen idealerweise in Klarheit, das ist ja dieses auch, ich sag mal, deutsche Tugend, Herz und Verstand, also hohe Fähigkeiten, hohe intellektuelle Fähigkeiten meinetwegen, aber auch mit unglaublichen Emotionen, was geholfen wird. Und dann ist das Thema, und das sage ich dann als erleichternd, was habt ihr denn gelernt in den letzten 26.000 Jahren, um es mal im Long Count zu sagen. Aber das ist vielleicht noch ganz wichtig zu benennen. Wir haben diese Jahre von 2000
bis 2013, das war jetzt das erste Halbjahr. Also die ganzen Themen, die seit 2000 gespielt wurden, sind jetzt aufs Tableau gekommen. Und jetzt haben wir mit diesem 26. Juli 2016 eine gänzlich neue Zeitraumkonfiguration vor uns. Und idealerweise machen wir Frieden, sage ich mal, mit uns selbst, in unseren Themen. Und dadurch befrieden wir das große Ganze. Und damit können wir uns dann auch auf ein etwas ruhigeres zweites Halbjahr dann einstellen, wenn wir denn diese Themen für uns jetzt in den nächsten Wochen auch ordentlich bearbeiten können. Die Zeit, wir sind ja Ausdruck der Zeit und wir sind zur rechten Zeit am rechten Ort. Das heißt, wenn wir in uns unbefriedet sind und voller Aggressionen, wie auch immer, dann sind wir gegebenenfalls an den komischen Schauplätzen, wo wir innen wie außen gar nicht sein wollen, aber es passiert denn. Wenn wir aber, und das ist dieser Segen, was ich sagte, wenn wir dann aber in unserer Klarheit sind mit all dem, was da ist, dann kommen Aufgaben, Berufungen an uns heran, wo wir entsprechend bestmöglich helfen können. Und das geschieht dann auch sehr friedvoll, sehr liebevoll und sehr erleichternd. Das hört sich gut an, mein lieber Jürgen. Dann hoffen wir auf ein friedliches Gespräch gleich weiter. Aber das sage ich dir. Das werden wir, aber wehe nicht. Und Freude ist der Schlüssel. Freude ist der Schlüssel. Genau. Freude und ein offenes Herz. Ja. Wir gehen gleich weiter. Okay. Wir werden jetzt Ihnen ein paar Kollegen unseres Partners Questico im Bewegtbild vorstellen. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit. Denn deine Zeit ist jetzt. Ich bin auf die Erde gekommen, um Menschen an ihre Gaben zu erinnern, sie zu stärken und zu unterstützen. Wir alle sind energetisch miteinander verbunden. Der hellsichtige Mensch ist offen und durchlässig für die Energien anderer. So kann er über das Energiefeld den Menschen erfassen, aber auch in sein Schicksal schauen. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Christoph Hentsch ist bei uns, auch ein Berater unseres Partners Questico, und hat ja schöne Devotionalien mitgebracht, sage ich jetzt mal. Oder man kann auch bei dir sagen, Arbeitsgerät. Genau, Arbeitsgerät, eigentlich eher Arbeitsenergien, ja. Da ich ja mit den indischen Energien arbeite und die einfach mal so ein bisschen kurz vorstellen möchte. Es gibt ja einmal die indische Energie, die natürlich aus verschiedenen Gottheiten gibt. In Indien gibt es über 1000 Gottheiten, die man jetzt natürlich nicht in dieser Kürze der Zeit vorstellen kann. Und vor allem viele weibliche, also ja, was ja so richtig in der westlichen Tradition nicht so es ganz groß ist. Es gibt aber auch diese gleichen, und das fand ich sehr interessant jetzt eben in dem Gespräch mit dem Jürgen. Ja. Der hat ja gesagt, das männliche und weibliche Prinzip in Indien ist dieses Jahr das Jahr des Gottes Adinarisvara. Mhm. Und das ist das männliche und göttliche Prinzip ineinander vereint. Mhm. Und das ist auch so, die erste Hälfte ist die weibliche Seite und jetzt beginnt die männliche Seite, also auch dieser Aktivität, die, also ich fand das jetzt super spannend und habe gedacht, er hat jetzt gerade so ein bisschen meinen Text schon genommen, was ich nämlich auch erzählen wollte. Ja, einmal aus Sicht der Maya, einmal aus Sicht der Inder. Ja. Da kann man sie, ja. Aber es passt trotzdem wieder zusammen und das ist das, was wieder zeigt, dass wir eigentlich alle mit der gleichen Energie arbeiten, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Wie bist du überhaupt auf Indien gekommen? Es war ein sehr, sehr spannender Moment. Ich bin vor 4 Jahren damals, habe ich eine Pause hier bei AstroTV eingelegt, war ja von 2009 bis 2012 schon mal hier. Und so nach den 4 Jahren kam einfach bei mir dieses Gefühl herüber, dass ich sagen musste, ich wusste nicht mehr richtig, mit was ich mich beschäftigen sollte. Mhm. Ich habe alles ausprobiert, aber nie hat mich etwas richtig 100% überzeugt. Und dann war ich auf einer Messe in Köln und da bin ich meinem indischen Meister begegnet, der mir gesagt hat, du bist der Auserwählte, der im deutschsprachigen
Raum die indische Energie weitergeben darf. Und dadurch habe ich diese Einweihungen und auch diese Energien bekommen, womit ich wirklich Menschen in verschiedenen Lebensphasen unterstützen kann. Wenn man zum Beispiel mal sagt, man braucht jetzt dringend eine Veränderungsenergie, kann man wunderbar mit dem indischen Gott Shiva zum Beispiel arbeiten. Er ist ja auch ein Urgott. Es gibt ja die Urgötter, sowohl aber auch die verschiedenen Energiegötter. Und Shiva ist der Gott der Veränderung. Er zerstört das Negative. Er hat auch immer dieses magische dritte Auge oben auf seinem Bild, wo man immer wieder sagt, er befreit von Dämonen, er befreit von Ängsten, er befreit von emotionalen Blockaden. Und im Deutschen ist es ja so, wenn man an einen Gott etwas abgibt, macht man meistens ein Gebet. In Indien verwendet man die Mantren. Ja. Mantren sind Sprachgesänge, sowohl aber auch Sprachtexte. Und das bekannteste Mantra, was man, glaube ich, eigentlich fast jeder kennt, ist das Shiva-Mantra, das Om Namah Shivaya. Das eigentlich, ich gelobe Shivaya meine Hilfe. Ich wünsche mir die Hilfe von Shiva. Und das kann ich auch wirklich jedem nur an die Hilfe geben. Abends, wenn man sagt, man will etwas im Leben verändern, man möchte etwas Neues schaffen, sollte man wirklich sich mit Shiva, der Energie der Veränderung, verbinden und dadurch wirklich nochmal auch mit dem Om Namah Shivaya den Tag beenden, um in die Veränderung zu gehen. Das heißt also, es reicht, wenn ich mich dann einfach hinsetze, wirklich in dieser Aufmerksamkeit für mich nach innen fokussiere, einfach vielleicht auch die Augen schließe und mich auf Shiva konzentriere und dann dieses Mantra auch spreche? Richtig, einfach sprechen. In Indien macht man meistens diesen Sprachgesang, was natürlich jetzt nicht unbedingt nötig ist, aber man kann es einfach auch sprechen. Also ich mache es zum Beispiel, wenn ich merke, ich hatte einen sehr stressigen Tag oder ich muss irgendwie abschalten oder ich muss einfach ein bisschen in die innere Ruhe kommen, mache ich das Mantra abends so kurz vorm Schlafen, dreimal hintereinander und danach bin ich wirklich innerhalb von 5 Minuten eingeschlafen, wo ich immer wieder denke, wie kann das funktionieren eigentlich, ja? Aber es gibt natürlich noch diese anderen Probleme. Zum Beispiel, ich habe einfach mal verschiedene indische Götter mitgebracht. Ich glaube, auch sehr vielen ist bekannt die indische Göttin Lakshmi. Ja. Und wenn man alleine mal dieses Bild vielleicht schon sieht, sieht man natürlich die absolute Fülle, den Wohlstand, den Segen. Und das sind auch ihre Hauptthemen. Das Lakshmi-Mantra ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, leicht geht es nicht in die Fülle. Nee, da muss man schon ein bisschen was tun. Om Mahalakshmi Chavitmahe Vishnupatna Chadimahi. So, das machen wir nach dem Sendung mal folgendermaßen. Das können wir dann mit den Tanzen wieder verbinden oder so, genau. Du sprichst mir das aufs Handy und dann höre ich mir das immer an. Und richtig. Dann kommt die Fülle. Ich habe auch schon für viele meiner Klienten, weil ich auch das ausgebildet habe, auch viele schon CDs aufgenommen, weil die einfach gesagt haben, ich kriege das nicht hin. Und das ist auch schwer, es zu lesen, weil es ja auch immer in der Hindu-Sprache einfach auch geschrieben ist. Aber man lernt es mit der Zeit. Aber man kann zum Beispiel als kleine Unterstützung, sollte sich jeder ins Portemonnaie ein Bild von Göttin Lakshmi einfach reinmachen. Einfach übers Internet mal ausdrucken und automatisch wird Wohlstand, Segen und Erfolg wieder zurück in das Geldportemonnaie fließen. Siehste. Die Lakshmi. Die Lakshmi. So, dann. Aber die brauche ich wieder für meine Sendung. Ach so, genau. Kannst du sie abfotografieren später? Ja, siehste, das mache ich nachher auch noch. Und dann sprichst du mir noch das Lakshmi-Mantra auf. Drauf. Genau. Gerne. Und dann geht's richtig zur Sache. Jetzt hat Andrea Buchholz war gestern in der Sendung und hat sich den Reichtumsaspekt von Horoskopen angeguckt. Und in meinem Horoskop ist Reichtum nicht so wirklich vorgesehen. Also vielleicht kann ich. Ich muss auch arbeiten. Wir müssen halt dafür arbeiten. Ja, aber ist okay. Also wenn die Arbeit Spaß macht, wenn man natürlich seine Berufung gefunden hat und das alles Freude bereitet, dann ist das ja auch wunderbar. Ja. Die indischen Götter sind ja wirklich für viele verschiedene Themen einfach eröffnet. Ich weiß nicht, können wir noch einen vorstellen? Bitte. Ja, sehr würde ich gerne noch die Durga vorstellen. Schön, mit einem Löwen. Ich bin ja Sternbild Löwe. Ja, passt und das, zu dir, super. Gefällt mir das. Durga ist die Urmutter, sagt man immer. Sie ist wirklich das Urprinzip. Sie trägt alle Familienenergien in sich. Ja. Und da ich viele in meinen Beratungen immer wieder die Familienprobleme habe, empfehle ich immer, verbinde mich dich mit der Göttin Durga. Durga wird zum Beispiel auch angerufen in Indien für Frauen, die alleine sind und noch nie nicht den richtigen Partner gefunden haben, dass der richtige Partner gefunden wird. Oder wenn Ehekrisen und Familienkrisen da sind, dass man wirklich wieder dafür sorgt, dass die Liebe wieder in dieser Energie zurückkommt. Hat die so viele Arme, weil man sich dann einfach mal ein paar mehr Partner greift und guckt, welcher passt am besten? Das ist ja das Besondere in Indien. In Indien werden die Götter immer nach den Armen sogar auch vom Rang hochgestellt. Die mit wenigeren Armen stehen nicht so weit oben wie die mit den vielen Armen.
Armen. Ja. Aber meistens haben die auch die vielen Arme, weil sie viele Requisiten haben, ja, weil sie einfach viele Werkzeuge haben, mit denen sie arbeiten. Sie hat zum Beispiel hier ganz klar die Mondsichel oder auch die Lotusblume wieder mit dabei, die, was natürlich auch wieder für die Weiblichkeit auch wieder mitsteht. Das Mantra von Durga ist auch wieder ein leichtes, was ich gerne noch mal sagen möchte. Das ist Om Mata Durga Ma. Om Mata Durga Ma. Genau, das ist also wirklich ganz einfach. Ja. Einfach auch, wenn man sagt, Familienprobleme. Oder als guten Tipp, ich habe es mal auf ein Familienfoto von einer Klientin draufgeschrieben, hinten draufgeschrieben und die Harmonie war innerhalb von 24 Stunden in der Familie zurück. Kann jeder gerne mal zu Hause ausprobieren. Wirklich auch, wo Familienprobleme oder Krisen einfach sind, wirklich mal dort hineingehen und diese Energie einlauten lassen. Jetzt hast du gesagt, innerhalb von 24 Stunden war das erledigt. Ansonsten, was würdest du sagen, macht man das über einen gewissen Zeitraum? Jeden Abend? Oder? Ja, also es ist wichtig, gerade auch wenn man in Familienkrisen ist oder man weiß, eine große Familienfeier steht bevor und es waren immer Streitigkeiten. Man sollte meistens so 7 Tage vorher anfangen, Göttin Durga, um die Unterstützung mitzuholen und da wirklich auch in die Begleitung mitzugehen. Das sind übrigens, weil unsere beiden Nastja und Robert schon so interessiert gucken, das sind keine Pokémon-Karten. Die habe ich zu Hause vergessen, leider. Ja, du hast nämlich welche. Das ist meine Kindheit gewesen. Also das heißt, du hast ganz früh schon mit Pokémon-Karten gearbeitet und bist dann zu den Indern gekommen. Also noch nicht als Wahrsagekarten. Aber war das so, also ich meine, hast du als Kind tatsächlich aus diesen Pokémon-Karten auch irgendwie Energien gezogen? Ich meine, jedes Pokémon steht ja für eine andere Energie. Das ist ja die Elemente irgendwo. Ne? Und ich bin ja selbst Feuerelement. Ich habe mich immer an die Feuerelemente, also an Chlora, Clumanda, diese ganzen Feuerwesen, die haben mich immer mega interessiert. Kartenlegen habe ich jetzt nicht damit gemacht, sondern ich habe eher meine Freunde abgezockt, weil ich immer gewonnen habe im Spielen. Siehst du, und jetzt bist du wieder bei Karten gelandet, jetzt aber eben das Ganze auch seit 15 Jahren schon. Seit 15 Jahren machst du das bereits. Und bist du eigentlich in Indien selbst gewesen? Ja, schon, jedes Jahr reise ich einmal nach Indien, um mit meinem indischen Meister mich zu verbinden. Einmal pro Monat habe ich immer eine Skype-Sitzung mit ihm, um einfach auch immer mal wieder zu erfahren. Indien hat ja so einen Ruf, einmal diesen positiven, den energetischen, aber natürlich auch diesen politischen Hintergrund. Und das ist einfach auch jetzt momentan, wo die schwierige Krise einfach auch in Indien da liegt, was man einfach aber auch an der heutigen Welt merkt, dass viele überhaupt nicht mehr die Realität sehen, was eigentlich die Bedeutung hat in der Welt. Viele wollen einfach Menschen verändern und sie nicht so akzeptieren, wie sie sind. Und da musste wirklich eine Veränderung stattfinden. Bist du demnächst eigentlich bei Astro live zu sehen? Ja, ich bin ab 15 Uhr in der Hintergrundberatung, ab 16 Uhr live und ab 19 Uhr auch wieder. Bitte, dann können sich alle Anrufer auch mit den indischen Energien verbinden und mit den Göttern und dann eben zu genau den entsprechenden Themen mit dir dann auch sprechen und mit dir zusammen. Gerne auch die Unterstützung dafür holen, würde ich mich freuen. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch übrigens drauf, dass wir nachher noch die Möglichkeit haben, mit dir nachgefragt zu spielen. Ja, da bin ich ja schon total gespannt. Das habe ich noch nie und mir hat auch keiner eine Information gegeben. Also nein, bin ich ja wirklich wirst du auch nicht gespannt. Bekommen. Also mal sehen, ob es außer Pokémon-Leidenschaften noch etwas anderes gibt, was wir aus dir rauskitzeln können. Ich bin gespannt. Ich auch sehr. Jetzt haben wir einen kleinen Werbehinweis von Gabriele Iasetta. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Jürgen Knob und Klausmann Knipfer aus dem hohen Norden zu uns gekommen, um über den Maya-Kalender zu sprechen. Jürgen hat ja schon über die aktuelle Zeitqualität dieses Jahres gesprochen, über das, was sich da im Laufe des Jahres auch verschiebt und tut. Und zu all dem gehören natürlich nicht nur so ganz persönliche Geschichten, sondern auch eben große Geschehnisse. Wir haben schon ganz kurz angedeutet, Geschehnisse in der Türkei, Anschläge, all das. Aber eben auch viele wirtschaftliche Themen, die auch in den letzten Jahren immer schon hochgekocht sind. So auch dieses Jahr, großes Beispiel natürlich, was auch wirtschaftliche Konsequenzen möglicherweise hat, der Brexit, also der Ausstieg der Engländer aus der Europäischen Gemeinschaft. Klaus, du bist jemand, der sich mit Wirtschaft ja ganz gut auskennt und damit auch unter anderem mit dem Maya-Kalender ein Stück weit. Wo sind da die Verbindungen? Was sieht man aus dem Maya-Kalender, wie es in Wirtschaftsthemen weitergeht?
Also eins finde ich ja sehr interessant, was Jürgen gesagt hat, vorher schon gesagt hat, dass wir so ein dieses Energiejahr haben, 26. Juli, also Höhepunkt. Und das ist ja fast identisch mit Brexit zum Beispiel und auch andere Ereignisse. Und das spüren wir auch. Also ich selber im Privaten spüre das sehr stark. Es hat sich dieses Jahr in meinem Bereich sehr positive Entwicklungen ergeben, die vorher noch nicht da waren. Insofern ist, also hat der Maya-Kalender auf mich einen starken Einfluss gehabt. Als Volkswirtschaftler, was ich studiert habe, in langer Tradition meiner Familie, ich habe da eine lange Ahnenreihe, mein Großvater mütterlicherseits war auch, der hat in Oxford studiert, war ausgezeichnet als Commander of the British Empire. Ausgerechnet die Briten jetzt, ne? Ausgerechnet die Briten. Mein Großvater war Begründer der Deutsch-Englischen Gesellschaft, war also ein sehr honorierter Mann, der gerade für die deutsch-englischen Beziehungen sehr hervorragende Kontakte geschaffen hat. Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern und so weiter. Und heißt das, du machst den Brexit wieder rückgängig in irgendeiner Form? Das liegt ja dann in der Tradition. Ja, ja, wenn ja, da ist deine Familie schon ein Stück weit in der Pflicht. Die jetzt. Verantwortung ist da, ja. Die Verantwortung ist da. Aber ich bin zu bescheiden, um zu sagen, ich schaffe das schon. Nun ist Angela Merkel. Ja. Aber vielleicht gibt es ja noch. Du ja schon Blumen gepflückt. Vielleicht gibt es ja noch. Du vergisst auch nichts. Nee. Ja, noch einen guten Kontakt vielleicht zum Königshaus, dass wir da vielleicht noch mal einschlagen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, die Engländer waren ja immer schon eine Traditionsgesellschaft. Immer schon. Die Engländer kommen aus einer Geschichte, wo wirklich England noch Great Britain war. In der Hoffnung, dass sie es bleiben. Denn ich habe da die Befürchtung, dass die Schotten dann irgendwann doch mal sich trennen und wir wieder als Europäer was dazugewinnen. Das wäre sehr schade. Denn England ist ein ganz wichtiges europäisches Land und es geht nicht gegen Europa. Das muss man erstmal grundsätzlich wissen. Das ging um andere Dinge. Verängstigung der Bewohner, vor allen Dingen der älteren und der ländlichen Bewohner. Die haben aber auch nicht richtig gewusst, was das bedeutet. Das werden sie jetzt erfahren. Denn was passiert jetzt? Jetzt passiert, dass das Pfund absinkt gegenüber dem Euro. Also alles wird teurer in England. Für unsere Firmen, die nach England liefern, bedeutet das, dass alle Produkte teurer werden. Also wird weniger konsumiert. Das hat Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Das hat Auswirkungen auf den Lohn. Der Brexit ist nicht positiv. Das muss man ganz klar sagen. Also für die Engländer nicht? Die Frage ist auch für uns nicht? Für uns, für unsere Firmen, die mit England Geschäfte machen, auch nicht. Aber es wird sich ergänzen. Es werden neue Wege gefunden werden. Eins dürfen wir nicht vergessen, es gab noch nie in England den Euro. Es wurde immer in den Pound Sterling konvertiert. Insofern, das war nie das Problem gewesen. Es geht jetzt um Handelsbarrieren, es geht um Zölle und so weiter. Es geht darum, es sind ungefähr 36 Milliarden Euro jährlich, die wir nach England liefern. Wird das weniger werden? Man kann sagen, das könnte eine Beule nach unten geben, aber dann wird es auch wieder nach oben gehen. Ich behaupte, dass England irgendwann auch wieder reinkommt. Im Moment sollte man mit englischen Anlagen vorsichtig sein. Also alles, was mit Firmen zu tun hat, die in England investieren, vorsichtig sein. Aber Urlaub machen können wir gut da. Aber es wird doch alles teurer in England, hast du gesagt. Für uns ist es gut, weil wir ja mit einem Euro kommen, der teurer ist. Damit können wir dort mehr einkaufen. Ja. Aber es ist, man muss ganz klar sagen, dass der Brexit eine politische Wirkung gehabt hat. Die wirtschaftliche Wirkung ist nicht so überdimensional zu bewerten. Die politische umso mehr, weil England gehört zu Europa. Wir sind eine Eins. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen Team sein. Wir müssen ein europäisches Team sein. Nur so können wir auch die nächsten Jahre gut überleben. Als Team. Jetzt hast du gesagt, du hast für dieses Jahr schon
wirtschaftlich sehr, sehr positive Aspekte gesehen. Ja, ja. Wie sieht es prinzipiell aus, wenn wir uns auch den Maya-Kalender angucken, wirtschaftlich? Also ist Klaus da ein Einzelfall oder ist das für uns alle jetzt so wirtschaftlich auch zumindest jetzt im zweiten Halbjahr so ein Jahr, wo sich ein bisschen was positiv tut? Der liebe Klaus, wir kennen uns auch schon weit über 20 Jahre, ist für mich ein sehr wunderbares Beispiel in persona grata, dass er ein riesengroßes Herz hat. Und dieses riesengroße Herz flutet aber auch den Verstand, wie man merkt. Das heißt, was er ihm ausgesagt hat, unterschreibe ich so, ist also sehr mental, intellektuell ausgereift. Gleichzeitig aber mit dieser Emotion, wie soll ich sagen, hat er sein eigenes Leben auf neue Bahnen gestellt. Weil ich ihn sehr gut kenne, er hatte, weiß ich, im Februar, März eine freie Wahl zu treffen, wo ich dachte oder wusste, wenn er die trifft, dann würde er heute hier nicht sitzen. Also er wäre woanders. Also so. Aber ich bin natürlich, und das ist ja, weil jeder ist ja Schöpfer Gott in Aktion, ich habe ihn, glaube ich, nur angeschaut und alles Gute gewünscht und geschluckt, trocken. Der hat mich nicht beeinflusst. War eine eigene Entscheidung. Ja. Und habe dann aber wirklich, dass er die stimmige Entscheidung. Und 14 Tage später rief er an, er fährt nicht in die Karibik, so wie auch immer. War ich sehr erleichtert. Ja. Was dann aber eben halt geboren wurde aus dieser seiner Meisterprüfung, ist entsprechend ja wunderschöne Sachen im Berufsbild oder er ist jetzt Lehrer und unterrichtet und aber entsprechend auch für Immigrationshintergrund. Also er bringt seine enorme, wenn man so will, weitaus überqualifiziert, aber dienlich hinein. Mhm. Was ihm sehr gut tut, was der Mitfeld sehr gut tut. Und das ist wirklich dann ein wunderbares Beispiel, weil der Zolkin oder der Maya-Kalender, das ist nochmal für mich die Faszination, der Bauplan eines jeden von uns. Durch die 13 Töne, unsere Hauptgelenke, 20 Aminosäuren, Blutbild baut das auf. Und wenn wir in uns selbst diese Befindlichkeit haben, dann sind wir Konkurrenz zu dem großen Ganzen. Mhm. Und dann passieren diese Wunder, was gestern schier unmöglich war, wird mit einmal sehr greifbar und natürlich im konkreten Alltag, im Arbeitsleben, in der beruflichen Situation, aber natürlich surreale Dinge geschehen. Ne, dir wird, was weiß ich, die Europameisterschaft angeboten zu moderieren und nee, doch nicht, wir machen sie lieber bei der Weltmeisterschaft, da sind sie viel wichtiger. Also es passieren fast nur noch irrationale Dinge, die Emotionen immer weiter beurteilt. Wie gehen wir damit um? Wenn wir aber diese Emotionen klar haben und uns einbringen in das große Ganze, dann passieren diese wunderbaren Fügungen und das wird dann leichter. Oder auf der, wenn man so will, wenn die Emotionen sehr ungeordnet, wenn das Chaos ist, dann geschieht dieses Chaos des Wandels. Aber da die Einspielzone im Außen, also Griechenland, schon Vergangenheit, Brexit, Erdogan, Türkei, alles was da ist, spiegelt, wie gehen wir mit diesen Geschichten um, was haben wir gelernt und idealerweise wahrzunehmen, dass das Chaos da ist, aber dass eben halt auch da enorme Chancen sind. Im Großen und bei uns innen drin genau das Gleiche. Jetzt guckt man sich ja unter anderem oder ruft dich ja auch an, um mal über den Maya-Kalender zu schauen, welche Entscheidungen treffe ich zu welchem Zeitpunkt. Jetzt hat Klaus, wie du auch dann berichtet hast, im ersten Halbjahr eine Entscheidung gegen quasi Karibik getroffen, aber ohne jetzt von Jürgen dir konkret einen Tipp zu. Also du hast auch extra geschwiegen, du wolltest ihn nicht beeinflussen, aber ist das nicht so, dass man natürlich dann auch Experten einfach mal befragt, sag mal, wie sieht's denn aus, dass du dir, sag mal, so eine Unterstützung holst für so eine Entscheidung, dass du sagst, okay, lieber Jürgen, sag mir doch mal, wie sieht's denn im Maya-Kalender aus, ist das eine Energie, sollte ich da hingehen, ja oder nein? Also auf die Idee bist du auch nicht gekommen zu fragen. Es ist so, dass du auch Verantwortung für dich selber übernehmen musst. Und dank Jürgens Hilfe habe ich das schon vorher gemacht. Nur ich bin auch ein Mensch voller Emotionen. Ich treffe auch schnelle Entscheidungen. Und das ist so ein bisschen auch eine kleine Lotterie vielleicht. Kann auch genauso daneben liegen. Ne? Ja. Aber es waren eigentlich jetzt immer die richtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und wie Jürgen auch richtig sagt, ich versuche immer eine Win-Win-Situation zu schaffen. Ich versuche zu helfen, aber ich versuche damit auch Geld zu verdienen. Mhm. Also sind wir wieder beim Thema Geld. Geld brauchen wir noch heute. Wir haben noch keine Tauschgesellschaft. Ich gebe dir 6 Eier, dafür
machst du mir die Haare oder so. Gibt es ja in kleineren Kreisen, in kleineren Zirkeln, ja. Gibt es sowas. Genau. Aber noch brauchen wir Geld, wir müssen unsere Miete bezahlen, das Essen bezahlen, das Ticket nach Berlin zu kommen von Hamburg. Und jetzt kann ich Urlaub machen dieses Jahr ohne Gedanken, weil es ist alles in Ordnung. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich will aber eins noch ganz Wichtiges sagen. Wir sprechen ja über Unsicherheiten. Die Leute haben Ängste. Ne? Wir dürfen nie vergessen, dass wir in den letzten 30 Jahren viele Unsicherheiten hatten. Mhm. Ich darf mal an den Nachrüstungsbeschluss denken, als hier Atombomben gestellt wurden, SS-20. Ich darf mal daran erinnern, dass wir damals die Palästinenser, Herr Arafat hat Flugzeuge gebombt. Mhm. Da haben wir alle Angst gehabt. Die RAF haben wir gehabt in Deutschland. Da wurden wir auf der Straße von Polizisten mit Maschinenpistolen angehalten. Es gab immer solche Situationen. Leider, das können wir nie verhindern. Und es wird es morgen auch noch geben. Aber wir dürfen uns von diesen Ängsten nicht zu sehr in ein Angstgefängnis einstecken lassen. Wir müssen Obacht geben, wir müssen aufpassen, was wir machen. Wir dürfen aber nicht, oder es gab mal diesen Film von Fassbender, Angst essen Seele auf. Ja. Die Älteren kennen noch diesen Film, ne? Klasse Film gewesen. Der schildert genau diese Problematik. Also nicht von der Angst auffressen lassen, klar, sich das anschauen, was da passiert, auch nicht die Augen verschließen vor dem, was um uns herum passiert, ist ja auch klar. Wir leben ja in dieser Welt und nicht außerhalb von ihr. Wir sprechen gleich noch mal etwas weiter, unter anderem auch über das Gold der Maya. Darf ich eine kleine Ergänzung? Ja. Wenn wir entsprechend den Zeug in den Maya-Kalender kennen, die Frage an Klaus, dann ist es quasi... Bei 38 Grad heute, sage ich mal, in Berlin ziehe ich mich so luftig an und nicht mit Winterjacke. Also ich bin besser vorbereitet, um entsprechend agieren zu können. Also das ist wie ein kosmischer Wetterbericht, sage ich immer gerne. Das ist die Hilfe dabei, ja. Hilfe können Sie erwarten, auch von uns, vor allem auch immer etwas gewinnen können Sie, unter anderem in unserer Juli-Verlosung. Schauen Sie einfach mal auf unsere Facebook-Seite von Leichter Leben. Da finden Sie einen sehr, sehr schönen Post, wo Sie dann etwas sehen, was Sie gewinnen können in der Juli-Verlosung, nämlich eine Kette mit Anhänger und Armreif von Thomas Raschke. Da sehen Sie es eingeblendet. Und wenn Sie dieses Bild sehen, diesen Post, dann teilen Sie das Bild und kommentieren auch. Und wenn Sie das getan haben, sind Sie in der Liste für die Verlosung im Juli. Und Anfang August werden wir dann den Gewinner dieses wunderbaren Preises bekannt geben. Jetzt haben wir für Sie die App der Woche. Da kommt der Robert noch reingetapert. Hallo, Menschenskinder, Sebastian und Robert. Und die Pokémons haben wir am Start. Ich nehme mal an, es geht dann natürlich um Pokémon Go. Was die ganze Welt gerade spielt, die Handy-App. Läuft hinter mir auf die alte Version. Das ist sozusagen die alte Version. Also, wie vorhin auch schon mal angesprochen, siehst du ja. Die du früher noch gespielt hast, auf deiner hier auch schönen Pokémon Edition. Ich habe von zu Hause noch meinen schönen N64 mitgebracht, auch mit Pokémon Stadium. Und das haben wir früher tatsächlich echt jeden Tag nach der Schule gespielt. Und ja, war halt echt cool. Es gab dann halt auch noch immer die Fernsehserie, die wir auch jeden Tag echt nach der Schule immer geguckt haben. Und ja, wir haben diese Dinger geliebt, Karten gesammelt, echt alles, echt wirklich. Genau, die Christoph ja auch noch hat. Du hast sie weitergegeben. Ich habe leider keine Karten mehr, die habe ich sozusagen weiter vermachtet an die nächste Generation. So, das waren diese Cards, genau, die reingeschoben wurden hier in die... Nee, das... Nicht? Das war für den Gameboy. Für den Kleinen, Für den Kleinen, also da gab es auch verschiedene Editionen. Aber das sind die Spiele-Cards, die quasi reingeschoben wurden. Genau, die Spiele sozusagen. Ja. Also einmal die blaue, gelbe, rote Edition, das waren so die Standard-Editionen, die es früher gab. Da gab es nachher auch noch ewig mehr. Hier haben wir nochmal so ein Beispiel, weil wir haben ja leider keine Karten mehr. So ein paar...
Ach, da geht Christoph das Herz auf, wenn er die, wenn er das sieht. Man wird gleich nostalgisch, ne? Genau, wir haben auch, halt, das ist halt wirklich echt, echt ein Ding, was weltweit war. Also hier sind echt verschiedene Pikachus in verschiedenen Editionen, ja. Ja, ein Pikachu lief doch vorhin hier rum, über den Gang. Ja. Nee, den habe ich noch nicht, ich habe den noch nicht gefangen. Du hast ihn, du hast ihn noch nicht gefangen, der lief hier über den Flur. Guck mal, wie viele es gibt. Ja, wie viele es gibt, da unter anderem, wir haben ja über die Elemente gesprochen. Christoph, du warst Feuerelement, hast du gesagt, ne? Ja. Du warst den Feuer. So, welches war dein Lieblings-Pokémon so damals? Genau. Glurak. Ah, ich war ja für Relaxo. So, jetzt haben wir Fachgespräche, da steigt keiner von uns mehr durch. Jürgen, Klaus, da sind wir weg, ne? Guck mal, jetzt habe ich gerade ein Pokémon bei mir machen. Drin. Genau. Aber so, wer war denn jetzt was? Also, Glurak war ein Drache. Glurak war so ein großer Ding. Dieser Feuerdrache, der geschlafen hat übrigens. Nee, hier ist er leider nicht drauf. Nee, das war Ponita, aber hier ne? Genau, das war er. Das hier, ja, genau. erkennt man dann hier leider dann nicht, aber ist zu kleinteilig. Aber okay, und du warst was? Relaxo, ich weiß gar nicht, ob du auch drauf warst. Ja, so ein Penner, also so ein Schläfer. Ja, richtig. Relaxo, wow, ich weiß auch gar nicht mehr, auf welche Edition das war. Der hat dann einfach immer den Weg blockiert, so an einer Stelle, bis er nicht vorbeigekommen. Und zwar schlafen, ne? Richtig, immer. Richtig. Den konntest du nicht wecken, gar nicht. Nee. Ja, aber war cool so. Ja. War schön. Mhm. Aber kommen wir jetzt mal zu... Jetzt ist ja die App draußen. Ich habe sogar tatsächlich gerade ein Pokémon da draußen. Oh, genau. Hier im Studio? Ja, genau. Jetzt könnte man ja... Ich bin ja mit... Hier im Studio ist ein Pokémon? Ja, warum? Genau. Ein Hypno. Wie kann das passieren? Ein Hypno? Genau, da sieht man den. Und jetzt muss ich den fangen. Bah, beim ersten Mal. Hast du ihn gefangen? Großartig. Genau. Die tummeln sich immer rum und man muss halt in der Stadt rumlaufen. Noch einer? Noch einer? Zack. Hast du irgendwie gerade eine Glücksphase oder so? Ich glaube. Du, wahrscheinlich, weil wir bei Astro TV sind, sind hier die Hypno-Pokémons. Ja. Bin ja auch Hypnose-Therapeut, möglicherweise deswegen. Ja, möglicherweise sind deswegen diese Hypno-Pokémons unterwegs. So. Was? Traumato hieß der? Genau. Traumato. Bitte beäß. Und da sieht man genau, ich bin jetzt halt in dem Gebäude, da sieht man das nicht so gut, aber da kann man halt durchlaufen und es gibt unterschiedliche Stellen, wo man dann hin kann, zum Beispiel die Fensterkunst oder dann auch so hier in der Nähe. Wir haben doch mit euch draußen Mauer. Auch gedreht, ne? Genau, da sieht man das ein bisschen besser. Genau, ja, dann lasst uns doch mal das Video angucken, was ihr draußen gedreht habt, als ihr mit Pokémon Go unterwegs wart. Gerne. Viel Spaß. Schaut mal rein. So, also ihr beiden, was genau passiert jetzt hier und was seht ihr, was macht ihr da? So, wir spielen Pokémon und das bin ich. Oh, da ist ein Pokémon gerade am Rumhuschen. Und das ist die ganze Seite von Berlin. Und hier bin ich, das ist ganz Berlin, was du siehst. Das komplette Navi von der ganzen Stadt und ich laufe hier rum. Da ist gerade ein Pokémon in der Nähe. Oh. Jetzt ist hier zum Beispiel die Säule da vorne, da kann ich draufklicken. Da, Peter Fechter Denkmal. Und wenn ich hier drehe, dann habe ich wieder Pokéballs gesammelt, mit denen ich dann die Pokémons, die da rumrennen, fangen kann. Aber jetzt mal ganz kurz, Peter Fechter, die Säule ist ja eigentlich ein trauriger Anlass, weil der damals da gestorben ist an dem Ort. Das war einer der ersten Mauertoten. Also hat die Säule jetzt auch was mit dem Spiel zu tun oder wie? Nee, das Spiel nimmt nur Bauten und Monumente und Leute, wo sich, also Denkmäler. Genau, so gewisse Anhaltspunkte, wo halt irgendwie was passiert ist, so, da kann man halt hingehen und sich halt, wie hier gerade gesehen, solche Pokebälle holen als Fangstation sozusagen. Genau. Und wenn man genug durchgeht. Die Säule da drüben sieht man sie auch halt im Original. Ist halt auch so ein bisschen wie Modern Sightseeing sozusagen. Okay. Genau. Und wo ist jetzt ein Pokémon? Das verstehe ich nicht. Naja, man sieht manchmal, man kann auf der Wiese manchmal sehen, aber jetzt gerade nicht. Da sieht man das Gras. Da ist ein Pokémon. Wo müssen wir jetzt hin? Warte, da ist er ist schon hier, ist schon hier. Okay. Warte. So. Ja, seid ihr gerade rumgelaufen? Hier im Studio haben wir ja auch gerade gesehen, wie du Pokémon gefangen hast. Nein, die Fragen aus dem Off hat übrigens Danny gestellt. Und Danny, the Brain, hat sofort, weißt du hast da so eine Info gehabt. Ah, da ist so eine Infosäule, ja, Roland Fechner. Aber da gibt's, bei dieser App gibt es keine Infos dazu, oder? Was dahinter steckt, hinter so einer Gedenkstätte oder sowas. Man denn wohl dafür bräuchte man immer Danny dabei. Bräuchte man noch die Danny-App, die dann immer erklärt, was bei
bei Pokémon an Highlights eigentlich zu sehen ist. Genau. Was da eigentlich. Dafür aber, dafür, dass man nichts lernt bei Pokémon Go, kann es trotzdem aber dann als Ausgleich dafür noch gefährlich werden. Spielen sehr viele. Ja. Also spielen ja irgendwie momentan teilweise über 43 Millionen gleichzeitig. Man muss sich das mal vorstellen. Und da ist man, also wenn man es anständig spielt und dann nicht so drin ist, dann ist das wie ein Navi. Dann läuft man durch, guckt sich ein bisschen die Stadt an, ne, und sammelt die Pokémons oder die Pokebälle. Und da gab es aber jetzt Fälle, so ein Mann in Dänemark hat eine Leiche gefunden, weil der Pokémons gesucht hat. In Bosnien-Herzegowina gehen die auf Minenfelder, also wo das auch abgesperrt ist. Und bitte geht da nicht hin. Also Leute begeben sich da irgendwie auch freiwillig in Gefahr. Und vor allem auch, weil sie es gar nicht registrieren. Ne? Also genau. Statt zu gucken auf die Schilder, hier ist das, da ist das, das soll genau. ich nicht betreten, ach, wird dann einfach Niedersachsen sind die auf einen Truppenübungsplatz gegangen, wo die mit scharfer Munition geschossen haben. Genau. Und das war denen Wurst. Also die haben die rote Fahne gesehen, die Absperrung. Aber da war ein Pokéball so, und kann gefährlich werden. Also immer schön aufpassen auf die Umgebung. Auch schauen ist ja schön, dass so ein Spiel dafür sorgt, dass die Leute auch wieder an die frische Luft gehen, dass sie rausgehen, immerhin das. Aber natürlich bitte dann, wenn man schon draußen ist, nicht nur aufs Handy gucken, kann man ja kurz mal machen, aber dann auch sich mit der Umwelt wieder auseinandersetzen. Ganz lieben Dank, dass ihr beide super gerne seid und ein bisschen was zu Pokémon Go erzählt. Ja. Du, bei dir ist, sag mal, die Vergangenheit wieder ein bisschen aufgebrochen, du lebst wieder in deiner Pokémon-Welt. Also ich habe mich auch echt gefreut, als das Spiel dann endlich hier in Deutschland rauskam. So, ich bin hier auch durch die Redaktion gerannt, so ich so, ey, Pokémon Go, ladet euch das runter, ne? Haben wir dann auch gemacht. Ich habe es direkt am nächsten Tag gleich wieder gelöscht. Ja. Meins war es nicht mehr, ich war ein bisschen enttäuscht, aber... Ja. Ich bin dann lieber zur alten Variante. Ja, weil du dich zu viel bewegen musstest. Also richtig, er wollte endlos bleiben. Ich bin nicht so der Knaller. Du hast es auf den Punkt gebracht. Dann freuen wir uns, oder ich freue mich ganz besonders, dich dann gleich in der Redaktion wieder als Relaxo am Schreibtisch zu sehen. Mach's dir gemütlich, sei entspannt. Und du bist gleich wieder ordentlich in Bewegung und fängst hier und unseren Gelben hier. Genau, Pokémon. Gotta catch them all. Und wir schauen uns jetzt einen kleinen Werbehinweis von Stefanie Gralewski an. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover. 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Christoph Hensch ist bei mir und ja, immer noch. Obwohl du eigentlich schon am liebsten mit Relaxo. Ja, ich bringe nächstes Mal die Karten mit, dann können wir nächstes Mal wieder Karten spielen. Ja, das könnt ihr eigentlich mal machen. Schön in der Redaktion eine Runde Pokémon spielen. Genau. Es sind alle ganz entspannt. Die Gäste kommen von ganz allein hier in die Sendung. Die muss niemand erst groß fragen und einladen. Was wir gerne spielen, ist übrigens auch mit unseren Studiogästen nachgefragt. Schauen wir uns doch zumindest mal diesen wunderbaren Trenner an, den auch fleißige Menschen produziert haben. Ja, der Nachgefragt-Pokémon hat dafür gesorgt, dass diese Grafik erstellt werden konnte. Wundervoll. Fragen wurden übrigens auch ausgearbeitet. Die habe ich hier schön versteckt, weil du hast gesagt, ich weiß noch gar nichts. Was wollt ihr von mir wissen? Nein, natürlich mit Absicht haben wir die hier bei mir geheim gehalten. Okay. Weil wir ja möchten, dass es möglichst spontan ist und wir ja dir ein paar Geheimnisse auch gerne entlocken wollen. Beziehungsweise dich auf ganz andere Art und Weise näher kennenlernen möchten. Ja, sei gespannt. Magst du Sätze vollenden? Ja. Ja. Dann fange ich doch mal einen Satz an und du beendest ihn dann gerne. Ich freue mich über... Meine Freunde. Die nicht nur aus Pokémons bestehen, ja, sondern du hast reale Freunde, mit denen man real leben kann und nicht nur mit dem Pokémon-Karten spielen. Sind die auch aus diesem spirituellen Bereich oder kommen gar die aus nicht, ganz anderen? Gar nicht. Okay. Die muss dich richtig überzeugen. Die gucken jetzt inzwischen schon abends, wenn sie wissen, ich komme 19 Uhr auf Sendung, treffen die sich und gucken meine Sendungen. Schau, und sprechen auch die Mantren mit dir oder singen die? Ja, nee, das oder? Noch nicht. Also sie sind immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich hatte eine richtig tolle Erfahrung mit meiner besten Freundin, wo ich letztes Jahr in der Schweiz zum Seminar war. Mhm. Die war totale Skeptikerin, hat immer gesagt, ach, was machst du denn da? Und dann habe ich ihr die Aura gezeigt und habe ihr selbst
Mit ihren eigenen Augen hat sie die Aura eines Klienten gesehen und seitdem habe ich sie auf meiner Seite. Es ist aus eigener Erfahrung halt. Ne? Richtig. Erzählen ist immer das eine, aber wenn man selber etwas erfährt, ist es dann doch immer ja, und dann kommt jetzt auch schon mal öfter so die Frage, sag mal, kannst du mal gucken, klappt das denn? Und ich habe einen neuen Jobangebot, soll ich den annehmen oder so? Das kommt schon öfters, aber da bin ich eigentlich auch sehr streng und sage, Freundschaft bleibt Freundschaft und Arbeit bleibt Arbeit. Ja, vor allem auch, wie es ja auch dann bei Klaus und Jürgen gewesen ist, ne? Man übernimmt ja auch gerne mal für sich selbst die Verantwortung und fragt nicht bei jeder Entscheidung vorher nach anderen Energiekräften. Ne? Genau. Ich bin stolz auf meine Freunde. Nee, meine Familie, würde ich sagen. Meine Familie ist für mich ein sehr, sehr großer Rückhalt. Mhm. Ich habe eine sehr, sehr tiefe Verbindung mit meiner Mutter durch sehr viele schicksalhafte Ereignisse. Und ja, ich würde sagen, ich bin stolz darauf, dass ich meine Mutter habe. Wunderbar. Das hört sich gut an. Bist du, sag mal, behütet aufgewachsen oder war es auch schon in der Kindheit irgendwie sehr... Sehr behütet. Ja. Also wir haben eine tolle Familie. Ich habe einen großen Bruder, Vater, Mutter, seit 31 Jahren verheiratet, glücklich verheiratet, muss man auch immer dazu sagen, haben mich immer auch dann unterstützt, sobald sie gemerkt haben, ich kann wirklich was. Also am Anfang, ich habe ja mit 10 Jahren angefangen mit den Kartenlegen, da ging es ja immer, mach deine Matheaufgaben und nimm keine Karten zur Hand. Und damals war ja immer mein größter Traum, mal für Astro TV zu arbeiten und den habe ich mir dann 2009 erfüllt. Und ja, aber meine Eltern sind eigentlich schon, auf die bin ich sehr, sehr stolz, dass ich sie habe und besonders auch meine Mutter. Jetzt hattest du schon gesagt, deine Freunde kommen aus einem ganz anderen Bereich, konnten damit erst einmal nichts anfangen. Jetzt so langsam sind sie da so in die Richtung vielleicht interessiert. Wie ist das bei deiner Familie? Wie ist das bei deiner Mutter? Also du hast gesagt, wenn die sehen, du kannst da was, dann unterstützen sie das? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich hatte meine Mutter auch bei einem Seminar dabei. Ich reise immer gerne nicht so alleine. Ich möchte halt lieber jemanden nochmal so Zurückhalt haben. Ja. Sie hat's Kartenlegen probiert und hat dann auch wirklich gemerkt, wo sie mit Klienten zusammengearbeitet hat, wo sie wirklich gesagt hat, oh, das stimmt. Und da habe ich eine Aussage rausbekommen, was sie gar nicht wissen konnte zum Beispiel. Aber dann hat jetzt doch mehr das Stricken bei ihr wieder überzeugt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat sie die Karten wieder nach hinten angeschaut und gesagt, das ist mein Part. Ja, ist aber auch, Stricken ist ja auch eine sehr meditative Angelegenheit. Richtig. Also auch da kommt man gut zur Ruhe und zu sich selbst, finde ich, ist auch eine schöne Geschichte. Kann man auch machen. Besonders schwer fällt mir. Besonders schwer fällt mir. Diesen Satz zu beenden. Ja. besonders schwer fällt mir. Fällt mir gerade jetzt echt nichts ein eigentlich. Also geht dir das Leben mehr oder weniger leicht von der Hand? Ja, ich lebe in den Tag hinein. Also ich bin wirklich jemand, ich sage zwar, man soll sich immer die Zukunftsinformationen holen, aber für mich selbst bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, ich lebe in den Tag hinein. Ja. Ich lasse mich einfach überraschen, was kommt. Deswegen besonders schwer fällt mir manchmal wirklich so wieder von meiner Familie und von meinen Freunden getrennt zu sein eigentlich, weil ich wirklich ein Mensch bin, der viel das soziale Umfeld braucht. Das würde ich bezeichnen. Und vielleicht hast du alle anderen, wenn du sagst, kannst du eigentlich gar nicht so spontan darauf antworten, was dir schwer fällt, weil du möglicherweise auch das Leben lebst, was dir so gefällt, so wie es dir gefällt und ich hatte ja die schweren Dinge ich hatte vor 2 Jahren einen sehr großen schicksalhaften Moment. Ja. Ich hatte einen fast tödlichen Autounfall. Bin nachts mit 160 km/h in den fahrenden LKW hinten rein und bin nur mit einem gebrochenen Daumen aus dem Auto raus. Totalschaden, Neuwagen, also das hat wirklich geschmerzt. Aber seit diesem Tag habe ich mein Leben anders umgestellt. Ich würde sagen, ich lebe anders und ich habe meinen kompletten Lebensrhythmus auch umgestellt, dass ich einfach sage, ich habe dieses eine Leben, an das ich jetzt mich erinnere. Im nächsten Leben kommen vielleicht weitere Leben. Aber dieses Leben möchte ich genießen und deswegen lebe ich so, wie es kommt. Wunderbar. Dann lasse ich den letzten Satz lasse ich jetzt mal weg, weil ich glaube, du hast dazu schon soweit alles. Was? Die Regie sagt, wir sind eh schon durch? Das ging aber schnell. Wir sind ja kaum zu was gekommen. Muss ich nochmal wiederkommen? Ich wollte eigentlich, hier sind noch ganz viele Fragen überhaupt drauf. Ich habe ja noch gar keine Frage gestellt. Das waren ja jetzt alles nur Sätze, Menschenskinder. Ja, schade. Aber ja, sehr schade.
Ja, dann darfst du gerne nochmal wiederkommen. Werde das gerne einrichten. Ja, wunderbar, freut mich sehr. Dann haben wir jetzt noch eine Verlosung übrigens. Mhm. Wir dürfen nicht teilnehmen, schade, weil wir, ja, da wir zu diesem Unternehmen gehören. Aber Sie, liebe Zuschauer, gerne, wenn Sie diese Kette mit Anhänger gewinnen möchten, dann beantworten Sie bitte folgende Frage. Welcher besondere Kalender wurde uns heute vorgestellt? War es A, der Pokémon-Kalender oder B, der Maya-Kalender? Stichwort ist auch hier auf jeden Fall schon mal Kalender. Also schreiben Sie ganz viel Kalender auf die Postkarte. Und wenn es geht, dann auch noch den richtigen. Schicken diese Postkarte dann an AstroTV Leichter Leben in 10452 Berlin. Einsendeschluss ist der 5. August. Und schreiben Sie auf die Postkarte auch Ihre Telefonnummer und oder Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall erreichen können und Ihnen dann die Kette mit Anhänger zuschicken können. Bei mir sind Jürgen Knop und Klausmann Knipfer. Sie sprechen über den Pokémon-Kalender. Nein, natürlich nicht. Wir sprechen unter anderem über das Gold der Maya. Ja, ja, ist ja bekannt. Die Spanier wollten ja an das Gold der Maya und der Inka. Die wollten ja an alles Gold, was es drüben in Amerika auf diesem Kontinent so alles gab. Kein Wunder. Ja, haben es. Ein Teil haben Sie davon gefunden. Ging es tatsächlich um das reelle Gold oder liegt das Gold ganz woanders? Sowohl als auch, sowohl als auch, mein lieber Jens. Ja, ich beantworte es auch in Freude. Wir wissen, Gold ist die manifeste Form des Sonnenlichts. Silber, die Monin, weibliche Form, auch in dieser Manifestation. Das Kostbarste immer noch Sonne, Licht, Liebe, Wertschätzung, in manifester Form Gold, ohne Ende. In Freude, das Gold der Mayas, was haben Sie damit gemacht? Ne? Sie haben also verehrt, geehrt, aber sind leicht und freudig damit umgegangen. Also statt aus purem Gold und alles Mögliche. Was die Geschichte vom Gold oder Heiligen Gral, wenn jetzt Gier, Macht und wie auch immer, ist dann die Verschattung daraus. Damit umzugehen, mit den Werten, das ist ja Spiritualität und Wirtschaft, oder ich bin ja von Hause auch Immobilienkaufmann und Außenhandelskaufmann, ist entsprechend mit den Werten umzugehen. Das heißt natürlich, egal ob Brexit oder Grexit, alles, was wir schon hatten, in Werte zu gehen, die physisch vorhanden sind und die dann mit freudigem Wert zu beseelen und dann entsprechend natürlich Gegenwert zu erhalten. Also nicht in Papiere, in irgendwelche Aktien. Geldschein, sowas, ne? Schein des Geldes, ne? Kommt und geht. Die Urwerte, ne? Wie eben halt auch Wald, Land, Real Estate, also Boden, Immobilie und natürlich Edelmetalle. Sachwerte. Sachwerte, ne? die einen Wert haben. Am Beispiel Gold finde ich so schön, egal ob der jetzt ist bei ungefähr 1000 Euro umgerechnet, die Unze Gold, ne, 31 Gramm, ist aber zu vergleichen, ob jetzt 1000 Euro oder 2000 Euro oder nur 500 Euro. Vor 2000 Jahren oder im alten Rom hat man für eine Unze Gold 333 Brote bekommen. Mhm. Wenn wir jetzt diese aktuell 1000 Euro zugrunde liegen, dann bekommen wir immer noch 333 Brote und oder ein Anzug oder irgendetwas Wertvolles. Das heißt, da bleibt eine gewisse Form Konstanz da. Der Schlüssel ist aber diese Leichtigkeit, das ist das, was ich ja sagte, Gold der Mayas, der Inkas, im freudigen Bewusstsein damit umzugehen. Und es könnte kontraproduktiv sein, oh, ich mache jetzt alles in Gold, bekomme Gier, bekomme Angst und schließe es weg. Dann ist es sogar meinetwegen kontraproduktiv, weil es ist, Geld ist Lebensenergie, ist eins meiner Seminare, Ausdruck innerseelischer Vorgänge, in Freude damit umzugehen. Aber es ist schon sehr schlau, umzuwandeln in Werte und dann idealerweise, ich habe jetzt keinen Goldtaler mit, aber hinzulegen, sich dran zu freuen und Danke der Schöpfung zu sagen, weil es ist, ja. Ein ganz fester Wert dieser Sendung ist übrigens auch der Spruch des Tages und der kommt leider schon immer zum Abschluss auch dieser Sendung. Wir sind schon wieder durch. Die Freude, die du anderen schenkst, kommt auch immer wieder zu dir zurück. Ist Sag das nicht doch. Schön? Sehr schön. Und auch das Gold, das ich anderen schenke, kommt auch zu mir zurück. Ja. Und das Schöne ist, auch alle Gäste kommen zu mir zurück. Bis auf Christoph Hensch, der schon los musste. Ne? Ja, der ist gleich auch on air. Der ist gleich erst einmal in der Hintergrundberatung und dann
sowieso auch für Sie die ganze Zeit da. Also rufen Sie ihn an. Ansonsten schon mal ein buntes Wochenende. Machen Sie es gut, seien Sie entspannt und relaxed. Ne? Relaxo. Ganz vielen Dank, dass ihr da wart. Und am Montag dann wieder Andrea für Sie da. Tschüss. Tschüss.